Es ist wieder Zeit für ein neues Video mit deinem Schwimmcoach. Ich bin Johann und heute zeigen wir euch die 5 wichtigsten Übungen für euren Beinschlag. Denn der Beinschlag ist fundamental wichtig für eine gute Wasserlage und Stabilität im Wasser. Umso besser er ist, umso weniger Beinschlag könnt ihr machen und trotzdem seid ihr stabil. Welche 5 Übungen das sind, um euren Beinschlag zu stärken, die gucken wir uns jetzt an. Und der Beinschlag, den sehe ich bei ganz vielen, dass der extrem ineffizient ist. Heißt, bei vielen sind die Beine nicht mal oben und auf der anderen Seite verbraucht er extrem viel Sauerstoff, sodass sie aus den Armen nicht mehr so viel Power haben. Ja? Und dafür muss der Beinschlag geübt werden. Der Beinschlag kommt dabei nicht etwa aus den Knien, sondern aus der Hüfte. Stellt euch das vor wie bei einer Blattfeder, dass das Knie nur passiv gebeugt wird durch den Widerstand, der auf die Füße wirkt. Und dabei kann man 2 Arten von Beinschlag machen, nämlich einen durchgängigen 6er-Beinschlag oder einen 2er-Beinschlag. Der 6er-Beinschlag, den sehen wir immer wieder im Profisport auch auf den längeren Distanzen, der ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn ihr damit Vortrieb erzielen könnt. Wenn ihr aber keinen Vortrieb habt, weil eure Fußgelenke eben relativ steif sind, dann macht es Sinn, einen 2er-Beinschlag zu trainieren. Der 2er-Beinschlag heißt demnach, dass beim Armzyklus bei 2 Armen ein Beinschlag pro Arm zukommt, also 2 Beinschläge pro Armzyklus. Deshalb heißt der 2er-Beinschlag. Demnach 6er-Beinschlag, 6 Beinschläge pro 2 Armzüge. Und um den 2er-Beinschlag zu können, brauchen wir erstmal Übung, weil das Ziel muss trotzdem sein, dass die Beine oben bleiben und auf der anderen Seite den Körper stabilisieren, weil die Arme natürlich immer eine Rotation ausüben, sodass ihr den 2er-Beinschlag trainieren müsst, indem ihr viel Beine trainiert. Und welche Übungen dafür sinnvoll sind, die zeige ich euch jetzt. Der Beinschlag wird mit dem Vortex-Prinzip beschrieben. Das heißt, wir versuchen Verwirbelungen zu erzeugen, die uns nach vorne bringen. Und dabei ist wichtig, dass wir eben nicht nur Vortrieb, sondern auch Auftrieb haben wollen mit dem Beinschlag, dass die Beine möglichst nah an der Wasseroberfläche sind und wie die Arme beim Laufen den Körper stabilisieren. Und dabei ist es wichtig, eben nicht die Knie aktiv zu beugen, sondern nur den Beinschlag aus der Hüfte raus zu generieren und dadurch, dass der Wasserdruck auf die Fußgelenke wirkt, eben die Knie leicht anbeugen zu lassen, also passiv. Wenn wir nach unten schlagen, ist es wichtig, dass ihr eben dieses Knie nicht aktiv beugt, sondern gestreckt lasst und durch den Wasserdruck beugen lasst. Beim Hochziehen darf das Bein auch nicht angebeugt werden. Das heißt, ihr solltet das Bein gestreckt halten nach oben. Das könnt ihr hier praktisch direkt umsetzen, indem ihr Kraulbeine gegen die Wand macht oder hier euch an der Leine festhaltet. Versucht euch so lang zu machen, wie ihr könnt und eben immer versuchen, die Beine oben zu behalten. Wenn das Ganze gut funktioniert, dann macht Kraulbeine in Rückenlage. Streckt den Arm über dem Körper und versucht es am besten erstmal mit Kurzflossen, wenn das gut funktioniert, auch ohne Kurzflossen oder so wie ich es jetzt hier zeige, nehmt die Hände mal richtig in die Luft, da werdet ihr merken, dass die Hüfte automatisch runtergeht, aber versucht so viel Beine zu machen, dass ihr weiter vorankommt. Eine andere super Übung ist Kraulbeine in Seitenlage, die habt ihr schon gesehen. Versucht dabei wirklich hier in der Seitenlage zu bleiben und dabei könnt ihr den Kick nach oben noch besser trainieren, weil da eben nicht die Wasseroberfläche ist. So könnt ihr noch effizienter den Beinschlag trainieren. Dann macht Abstöße und Übergang in die Gesamtschwimmart. Das heißt, ihr versucht euch vorzustellen, dass die Beine eure Welle sind, auf der ihr surft und die Arme gehen ganz locker mit. Wenn das Ganze gut funktioniert, dann könnt ihr den Beinschlag versuchen wieder zu reduzieren, sodass er eben nur diesen Auftrieb erzeugt und die Stabilisation. Und das geht über den sogenannten Pendelbeinschlag. Das heißt, ein Armzug, ein Beinschlag. Wenn das funktioniert mit einer guten Wasserlage, dann habt ihr es geschafft. Mit einem starken und effizienten Beinschlag wirst du schon bald deutlich besser schwimmen. Denn damit legst du die Grundlage für eine gute Kraultechnik. Versuche die Übungen immer regelmäßig zu trainieren und dann wirst du schon bald eine Verbesserung der Wasserlage und auch natürlich deiner Schwimmgeschwindigkeit feststellen. Für weitere Tipps auf unserem Kanal einfach folgen und abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haltet die Beine in Bewegung.